Opfer wie ihm hier nie zu Ende bringen konnte, Jesper. Soll ich jetzt eingreifen oder nicht? Und ich werde sie alle büßen lassen. Hm. All diese Verbrecher, die meinen, sie könnten der Gerechtigkeit entfliehen. Es hätte mir klar sein sollen, dass du das nicht verstehen würdest. Schau dich an, wie du hier stehst, Löcher in die Luft starrst und dämliche Fragen stellst. Du bist einfach erbärmlich. Was zum Henker? Ich habe dir gesagt, du sollst alleine kommen. Wie kannst du nur, Jesper? Wie kannst du nur? Nein, Adila, du siehst das gar falsch. Nichts tue ich. Und jetzt ihr. Und jetzt ihr. Ah. Jetzt, okay. Ja. Der schwarze Stein. Die rote Sonne. Schaden 20. Scheiße. Wie unvorhergesehen doch manchmal der Tod kommt. Es ist irgendwie bitter, nicht wahr? Ungerecht. Ihr seid wütend, weil ihr mich für den Tod eures Freundes verantwortlich macht. Aber ich habe nur getan, was getan werden musste. Bitte versucht, das zu verstehen. Ihr seid entzürnt über die Gefahren, die ich euch anscheinend gebracht habe. Aber was wäre wohl passiert, wenn ich nicht gewesen wäre? Lasst uns einen Blick wagen, Prophetin. Einen Blick in die Wirklichkeit, die ihr der Hiesigen so vorzuziehen scheint. 3 Stunden nach eurem Kampf im Bug läuft Kapitänin Rostius' Schiff in Ark ein. Ihr wartet ab, bis der Lärm verstummt und schleicht mit eurem Kumpanen gemeinsam ans Deck. Und beinahe schafft ihr es, aber eben nur beinahe. Ein paar Meter vom rettenden Dock entfernt bemerkt ein Matrose namens Rajik eure Präsenz. Es bedarf keiner Erklärung, um zu verstehen, wer ihr seid. Und vielleicht würde Rajik euch unter normalen Umständen sogar laufen lassen, ist er doch eigentlich ein freundlicher und mitfühlender Mann. An diesem Tag aber leider nicht. Seit Jahren arbeitet er nämlich schon auf eine lang ersehnte Beförderung zum 8. Steuermannsmartin. Aber erst heute früh wurde ihm die seinem verhassten Rivalen verliehen und er ist wütend. So unendlich wütend und enttäuscht. Aber wer weiß, vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Welche bessere Möglichkeit gäbe es, die Kapitänin von seiner Tauglichkeit zu überzeugen, als derjenige zu sein, der 2 blinde Passagiere findet? 2, die die ganze Reise von den Vorräten der Mannschaft gezehrt haben? Von da an geht alles schnell. Ein Schwerthieb für euren Nacken, einen für den eures Freundes und niemand, der euch diesmal ein zweites Leben schenkt. Aber so ist es nicht geschehen. Der erste Flügelschlag ist geschehen. Und wo steht ihr nun? Ihr habt Fähigkeiten, von denen ihr nicht mal zu träumen gewagt hättet. Ihr könnt das Echo der Vergangenheit hören. Und ihr werdet Entscheidungen treffen, deren Ausmaß ihr selbst nur am Rande begreifen werdet. Sagt mir also, Prophetin, ist dieses Schicksal dem anderen nicht vorzuziehen? Ihr wollt wissen, woher ich all das weiß. Und eure Frage ist berechtigt, denn ich kann nicht in die Zukunft blicken. Tatsächlich ist das aber überhaupt nicht vonnöten. Alles, was es braucht, ist ein Blick unter die Oberfläche. Und man beginnt zu begreifen, dass wir alle nicht mehr als ein tosendes Meer aus Wahrscheinlichkeiten sind. Und lauscht man dem Tosen nur lange genug, wächst das Formlose schließlich in Form und das Unbegreifliche wird greifbar. Okay. Ihr wollt wissen, ob ich zu denen gehöre, die ihr bekämpft. Aber nein, das tue ich nicht. Die Hohen, die Menschheit, die Steine, das sind die Elemente des Spiels. Ich bin größer als das. Aber ihr versteht nicht, wovon ich spreche. Und vielleicht werdet ihr es auch nie verstehen. Das Formlose bekommt Form.
Eure Frage ist, ob ich mehr als nur diesen einen Zweig sehen kann. Und die Antwort darauf ist, ja, das kann ich. Aber gemessen an dem, was ich bin, ist das keine schwer zu erlangende Gabe. Ihr fragt nach dem Was, aber eure Frage sollte sein, wo. Und die Antwort darauf lautet, überall. Was ihr hier seht, ist nur ein Splitter meiner selbst. Ihr wollt wissen, ob das, was ihr aufzuhalten versucht, auch andere Realitäten bedroht. Und ja, das tut es. Der Zyklus ist eine logische Konsequenz aus den richtigen Umständen und die sind nicht auf euren Zweig beschränkt. Okay. Ihr glaubt, dass es meine Absicht ist, euch zu verwirren, aber ihr irrt. Ich bin hier, weil ihr denkt, ich wäre es gewesen, die euch damals auf dem Schiff einen Menschen genommen hat. Und obwohl das nicht stimmt, gefällt es mir nicht, als pure Zerstörerin gesehen zu werden. Also werde ich meine eigentlich non-existente Schuld begleichen. Trete zurück. Die beliebt ihn wieder. What? Lebt wohl, Prophetin. Vielleicht sehen wir uns wieder. Vielleicht auch nicht. What? So heiße ich. Aber was ist passiert? Sie hat dich Das danke, aber ich erinnere mich nur noch an einen Feuerblitz und dann Schwärze. Alles ist so verschwommen. Du warst tot, Jasper. Was? Das ist alles etwas zu viel. Viel zu viel. Bitte, gib mir etwas Zeit mit Adila, in Ordnung? Geh nach Ark. Geh irgendwo hin. Aber bitte, lass mich allein. Bitte. Beendet die toten Seelen. Okay. Das ist wirklich... Oh, guck mal. Ich sehe die Welt. Das ist nicht wahr. Das ist einfach nicht wahr. Das ist scheiße, wenn ich... Ja, komm. Machen wir uns auf nach... Nach Ark. Teleportieren wir jetzt nur einmal nach Ark. Also wir haben jetzt
Magister, keine Ahnung, wie er heißt. Schreitet wohl. Ne, das ist ein anderer. Geht weiter. Ja, alles in Ordnung. Wir gehen ja schon weiter. Was? Ich hoffe, ihr behaltet recht und diese Maschine kann uns tatsächlich helfen. Ich hoffe es wirklich. Die Schreitet wohl. Hallo? Irgendwann vielleicht näher. Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Du bist das, glaube ich dir. Ein Schimmer am Horizont. Ich dein kann Mann das ist immer noch nicht glauben. Und deinen Pfad will ich ehren. Im Leben. Er war doch so ein guter Mensch. Vermutlich, ja. Ich frage mich, wie die Krankheit abläuft. Naja, der rote Schimmer in den Augen, das scheint ja erst im Endstadium zu passieren. So, so, ist es das? Und wie? Wie erkennt man, ob jemand befallen ist? Das ist nicht lustig. Weißt du, ich hatte schon seit längerem das Gefühl, dass mit Jero etwas nicht stimmt. Das meine ich nicht. Ihr Tod hat ihn gebrochen, ja. Aber da war kein... Ich weiß nicht. Kein Hass. Man erwartet viel von euch. Das kam erst vor kurzem, bevor er das getan hat. Ich weiß es nicht. Nur, dass wir uns in Acht nehmen sollten. Vielleicht war es ja Jeros Zustand, der dem roten Wahnsinn erlaubt hat, ihn zu infizieren. Aber, naja, sollen das Flammentrunk und die Apothekarii herausfinden. Okay. Also hier kann ich nichts mehr machen. Verlasse ich mal den Sonnentempel. Und ich müsste jetzt irgendwie noch ein paar Mana-Punkte, Erinnerungspunkte haben, glaube ich. Könnte das hinhauen? Ich weiß es nicht ganz genau, auf jeden Fall werde ich die nochmal kurz einsetzen und dann gehe ich ins Bett. Wir haben ja schließlich auch schon 1 Uhr. Falsch. Meditation. So, wie viel haben wir eigentlich? 2. 6 Handwerkspunkte, ein paar Lernpunkte. So ein bisschen in Handwerkskunst und Verzaubern kann ich noch einstecken. So. Ja. Nein. Das ist cool. Zorn wird für euch kämpfen, ein Vielfaches an Schaden anrichten, stirbt das klar, wenn es explodiert. 5 Stufen über euch liegen. Das 20 Sekunden, 50 entrophischer Schaden. Ja. Ne, möchte ich jetzt nicht haben. Ich hätte gerne das daneben. Stilles Zaubern und danach Meister. Also, stilles Zaubern. Zack. Für den anderen habe ich hier gar nichts benutzt. Cool. Giftkocher, Liebeslehrling, das Pulver. Oh mein Gott, hätte ich hier. Wow. Ich hätte hier mit meinem neuen Schlösser knacken können. Naja. Gut, gut.
Ja, nein. Ich muss ja noch einmal nach draußen. Hätte ich aber auch außerhalb der Aufnahme machen können. Jetzt kann ich nicht speichern. Ich würde schon mal sagen, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Haut rein.